So. Ich habe einen neuen Tabak hier geholt. G.O. Larsen. Abalone Mixture. Abalone Mixture ist eine Mischung aus breit geschnittenen Virginia Tabaken und Black Cavendish. 100 Gramm Dose. Das war jetzt 23,30. Metalldose, dann so ein Pouch drin, ja, hier öffnen. So, Messer. So auf aus. Von Aromaten oder was steht da jetzt nichts drauf. Ja. Auch ein leicht süßlicher Duft, aber das kann ja auch die Virginia Tabak sein. Also der ist schon relativ trocken, also der ist nicht besonders feucht, also wir brauchen ihn jetzt nicht erstmal rauslegen oder geöffnet irgendwie hinzulegen, wie manche andere. Es gibt ja Tabake, die sind so relativ feucht, dass wir die erstmal noch draußen hinlegen sollte. Also mal ein bisschen austrocknen, abtrocknen. Also ich glaube, ich tue den dann in der Humidor rein. Kann den noch ein bisschen nachfeuchten sozusagen. War ein relativ kleines Tabakgeschäft, aber das war so, ich weiß nicht, ob das die letzte oder vorletzte Dose war von dem gewesen ist, also Laden wieder scheint es nicht zu sein. So, mal probieren.
Ja, also das ist so kein Aromat. Ja, das ist ein Natur-Tabak. Ja, wie gesagt, dieser Virginia-Tabaken, anscheinend verschiedene Virginias und Black Cavendish. Ja, das sieht man ja auch drin. Rotwein dazu, ein bisschen trockene, ja, spanische. Wohl zu den Naturtabaken, also da wird ja auch durchaus auch ein Bier dazu passen. Ja. Halt so die Aromaten oder so. Habe ich die Erfahrung gemacht, da ist ein Rotwein zum Beispiel besser, um die Aromen dann, so Fruchtaromen und so rauszuschmecken. Ja. Ja, verstehst, dass der nicht so feucht ist. Ja, da geht er auch nicht so schnell. Ja, da Wand aus, aber den jetzt da Wand nachzünden müsste. Ja. Ja, so ist eigentlich ganz angenehm. Nichts Aufdringliches oder irgendwie. Ich hatte noch einen Schnupftabak mitgenommen. Da. Und die hatten relativ gutes Sortiment an Schnupftabaken. Dort aber allerdings auch kein Schmalzler jetzt so in größeren Päckchen da und so. Hat nur so Schnupf. Hauptsächlich von Püschel. Ja, das ist der Green
mit Wintergreen. Das ist so ein, ja, das Aroma, ja, das riecht so wie Pfefferminz ungefähr. Und zu, auch bei der Arbeit zum Beispiel, schnupfe ich auch gleich mal eine Prise. Ja, ist eigentlich ganz gut so. Das war jetzt kein Fehlgriff oder so. Ja. Bis demnächst, ich mache dann mal noch ein Video von dem Schnupftabak, wenn ich den probiere. Alla dann. Tschüss mit Öl.